In den dritten Teil unserer Übersicht aller aktuellen 125er, der Bekannten sowie der Unbekannten, starten wir heute mit einem gutbürgerlichen Alltagsbike ein, nämlich der Honda CB125F. Die Optik ist natürlich Geschmackssache, einfach ziemlich reduziert für alle, ja, ich sag mal, okay. Und was wichtiger ist, und das hat Honda laut eigenen Angaben beachtet, sie fährt sich wie eine große und mit 2.799 Euro UVP ist sie für aktuelle Verhältnisse eine ziemlich günstige 125er. Einfach ein gutes Alltagsmotorrad. Deutlich sportlicher wird es mit der Kawasaki Z125, ein sehr sportliches Naked Bike, das natürlich in verschiedenen Farbvariationen, aber immer in Anlehnung an die klassischen Kawasaki-Farben kommt. Mit 4.500 Euro ist sie aber auch eine ganze Ecke teurer. Wieder deutlich gediegener und vor allen Dingen auch seltener ist die Mesh Black 725. Die Maschine des französischen Herstellers orientiert sich an Motorrädern aus den 70er und 80er Jahren, also auf jeden Fall ein Retro-Bike, und mit 3.699 Euro UVP, wieder plus Überführungskosten, liegt sie im mittleren Preissegment der Motorräder, die wir uns heute angeschaut haben, und auch auf alle 125er bezogen ist sie im Mittelfeld preislich. Wenn du weitere 125er sehen willst, nämlich in den Teilen 4 bis wahrscheinlich 6, dann lass auf jeden Fall ein Follow da.